hätte zwei Bleichhäute, dass mein Grauk deinem Grauk den Kiefer ausreißen könnte. Ich wette drei, dass er es nicht kann. Hab's mir bloß eingebildet. Wir finden schon etwas anderes zum Töten, keine Sorge. Hab's. Zählt das jetzt? Ein Mörder ist unterwegs. Oder trinken die nicht davon, weil ich jetzt Alarm ausgelöst habe? Meine Hände schwitzen schon. Warum kommt er nicht einfach raus? Sieht wieder so aus. Aber ich wurde doch gar nicht entdeckt. Sonst wäre der Auftrag vorbei. Och Mann, sind hier viele, alter Schwede. Wo warst du vorhin? Auf der Jagd? Nee, ich hab nur die Sklaven an der Grube bewacht. Boah, sind das viele. Riecht es für dich auch irgendwie nach Blut? Nee, das bildest du dir nur ein. Ich riech es auch. Riecht nach Karagorblut. Das bin ich, ihr Idioten. Hab vorhin einen getötet und mich mit seinem Blut besudelt. Schleicht da jemand umher? Ich habe ein paar merkwürdige Spuren entdeckt. Nicht schon wieder. Es war bloß klar. Weg mit dir. Ich habe sie auch gesehen. Das waren keine Menschen, es sei denn, die Bleichhäute haben sich inzwischen ein drittes Bein wachsen lassen. Was auch immer es war, wenn ich es sehe, werde ich es... Wir haben ein drittes Bein. Schleicht hier jemand herum? Komm. Put. Zählt das jetzt endlich mal? Ne, das zählt immer noch nicht für... Ja, ne, das Ghoulnest ist getötet. Wie nah muss ich denn das Ghoulnest dran? Ich hasse es, wie der Hauptmann den Grog rationiert, nur weil er meint, wir hätten nicht genug getan. Da drüben hat sich etwas bewegt! Die Fehler der Häuptlinge, die sitzen doch auf dem ganzen Grog. Ich hab gehört, sie lagern ihn in einer Höhle, steht oben im Aschengebirge. So, was mein Zusatz? Eine Armee von Graugs bewacht. Eine Armee von Graugs, die Grog bewachen? Hört euch doch mal zu! Sind markiert, aber wenn ich sie töte, zählt's nicht. Das ist echt merkwürdig. Unsere Krieger verdienen mehr Anerkennung. Stimmt, das hört sich nicht gut an. Die Berserker, die den Grog kriegen. Oder die Schützen. Oder die Schildkröten. Immer noch nicht? Ich verstehe es nicht, was der Auftrag von mir will. Eine Leiche, einer von uns. Ich verstehe es wirklich nicht. Höhte Fackelträger, nee, das müssen die noch näher an dem Ghoulbau dran sein. Am besten wahrscheinlich direkt drauf. Ich darf mich aber dabei nicht entdecken lassen. Gut. Was auch immer auf uns zukommt, wir werden bereit sein. Kuga ist doch halb blind. Seine Spuren waren doch bestimmt nur eine Spinnenkolonne. Bedeutet, ich müsste die Fackelträger von ihrem Posten locken. Halte mich für verrückt, aber ich habe schon wieder diese seltsamen Geräusche gehört. Wir haben sie auch gehört. Die Sklaven machen sie schon in die Hosen. Ich mag das auch nicht. Was glaubst du, was es ist? Keine Ahnung, wen kümmert's? Was auch immer es ist, wir töten es, wenn wir es sehen. Riecht sonst noch jemand von euch diesen Gestank, der über das Lager zieht? Was ist hier faul? Da bin ich ganz... Das war die falsche Richtung, Karagorm. Was auch immer es war, es hat wohl Angst. Am besten wir uns woanders nach der Kraft umsehen.
Das ist interessant. Der Sklavenmeister ist durchgedreht, weil ich dem Karagor einen Sklaven gegeben habe. Ja, meinen eigenen Grubenkampf. Komm, jetzt müssen wir irgendwie hier hochkommen und die ablenken? Ne, jetzt bleibt so hängen. Toller Karako. Toller Karako. Wenn ich ihn jetzt töte, kann ich nicht machen. Was war das? Jetzt ist aber wirklich nah dran. Ja, Wahnsinn, es zählt mal. Also muss ich wirklich quasi draufstehen lassen. Dann kommt die Ghoul aus. Aha. Jetzt ist Karagor gegen Ghoul. Ist ja auch mal interessant. Sollte eigentlich der Karagor gewinnen, würde ich behaupten. Ghoul, geh weg. Und Ghoul dürfen wir wieder entdecken. Ah, I, jetzt bin ich vergiftet. Ah, nicht so geil. Gift. Hör auf zu wirken. Das wird ganz schön viel. Ganz schön viel weh, das Gift. Mal gucken, wo das blöde Dingens ist. Oh shit. Was tust du denn hier? Uitadada. Ah, da ist doch aber der. Es war kein Problem, den Menschen zu schlagen. Weiß nicht, ob er tot ist. Aber verletzt ist er. Und zwar so richtig. Was? Ach, ich hab's doch alle getötet. Ne, den nicht. Yay. Wir dürfen jetzt zwei davon machen. Ich bilde mir Dinge ein. Ups. Ich habe mich auch schon zu Tode gelangweilt. Toll, alles nochmal inklusive Bonus. Jetzt habe ich wenigstens den Auftrag verstanden. Oh Gott. Habe ich mich gerade angestellt. Also ist doch die Festung aus. Na egal. Mann. 344 Fuß. Zurück an die Arbeit. Den Sprung würde ich gerne mal sehen von irgendjemandem, der Parkour macht oder so.
Der ist mit Sicherheit total schwer. So nach oben hinten springen und dann festhalten noch. Stelle ich mir nie so easy vor. So, Auftrag starten, nochmal. So muss ich mal da an dem da hinten zuerst. Wir brauchen eine Menge mehr Rohstoff, als wir kriegen können. Müssen die Kriegsmaschinerie am Laufen halten. Es würde uns leichter fallen, wenn die Sklaven nicht so faul wären. Würden wir Uruk statt Bleich heute einsetzen, bräuchten wir nur halb so viele Arbeiter. Dieses faule Pack. Setzt doch Uruk ein. Hindert euch doch keinen daran. Gut, halt in meine Richtung, das nervt ein bisschen. Das muss auf jeden Fall dezimieren in irgendeiner Form. Vor allen Dingen der, der dort auf das Ding guckt. Das wäre mir auf jeden Fall im Weg. Und der andere guckt hier raus. All diese Bleich heute verpesten die Luft auf Festung Marm. Das ist gar nicht mal so. Das ist so viel. Moment. Ich rieche etwas. Ist tot. Wenn es eins gibt, das ich hasse, ist es darauf zu warten, endlich jemanden abzustellen. Ja, aber wo ist dann der Spaß an der Sache? Ich soll noch mal daneben schießen, damit ich wen abstechen kann. Shit. Jungs, du guckst in die falsche Richtung. Mein Geschmack zumindest. Was hat euch Trottel so lange aufgehalten, mir diesen Karagor vom Leib zu schaffen? Wir mussten noch den Grog austrinken. Ja, komm, geht darüber. Ich verstehe nicht, warum die Menschen so viel schreien, wenn ich ihnen meine Faust gebrochen habe. Was? Oh nö. Das zielt noch nicht, also dann. Gott. Wo kann ich hingehen? Mich überhaupt irgendwie verstecken? Wir hatten Glück, dass wir den letzten Kampf gewonnen haben. Habt ihr das gehört? Selbst gute Strategie nicht erkennen, wenn sie ihm auf der Stirn stünde. Wir haben gewonnen, weil wir stark waren. Das hatte nichts mit dem Hauptmann zu tun. Er macht uns schwach. Also sollten wir ihn vielleicht loswerden. So, Nummer 1. Wunderbar, ich muss. Ja, ich habe jetzt hier nämlich keine Markierung mehr. Ich muss an jedem von den Punkten das einmal hinkriegen. Dass ich irgendwie erst ausdünne, ohne entdeckt zu werden. Und dann auf den entsprechenden. Ich nehme ich nochmal, will nämlich noch Informationen von dir haben. Wenn ich schon mal dabei bin. Flak der Brandmarker. Was? Nimmt in der Medizin seit der Geburt. Gerät in Panikanblick von Guren, kann durch Explosion verwundet werden, kann durch Kampf zur Stelle. Immungefährdenkampf, Überwurf, greift den Gegner und schaltet sie auf den Boden. Sprungblockade, Sprungangriff, Kampfgestell, blutdurstig.
So. Was mit der Ablenkung fällt mir nicht so ganz klar. Oder lenke sie. Aber wer ist das denn? Blark. Geh weg. What the? Was? Wieso kommt denn hier hoch? Zur Hölle? Wieso kommt der denn hier hoch? Oh, du Typ, ey. Meins. So, zack, zack. Und dem fehlt mir noch, ja. Ubuk, der Verseuchte. So, jetzt kann ich den Vertrag jetzt nochmal machen. Ey, jetzt wie viel hundertstes Mal fange ich den jetzt an, meine Güte? Da hinten ist hier so eine blaue Blume. Was? Habt ihr das gehört? Nope. Ich will ich haben. So, brauche ich jetzt noch irgendwo Infos von dem, glaube ich, noch hier vorne rechts. Snock, der Bestienmeister. Fürchte, die Macht des schwarzen Hauptmanns. Ich war vom Feuer umzingelt, als der Grabwandler angriff. Aber ich habe nur ein paar angesenkte Borsten bekommen. Wer glaubt? Mann, ne, das ist ja dann eine ziemlich langwierige Folge. Beziehungsweise mehrere Folgen. Ich weiß ja nicht genau, wie ich es schneiden werde. Ich versuche es jetzt noch einmal. Wenn ich es dann nicht packe, mache ich einen anderen Auftrag, ey. Das ist ja tricky, tricky. Moment, aber einen müsste jetzt hier unter meine Kontrolle gebracht haben. Der hier nie zu sehen ist. Wieso ist der fast ausschaubar hin? Doch, da ist er doch. Da. Oh! Der ist natürlich noch ein, das ist ja noch eine perfekte Variante. Das ist ein. Sehr gut. Sehr gut. Kein Häuptling ausgewählt. Wenn unser Häuptling zu reden beginnt, halten wir allesamt inne und hören zu. Nur weil sie Angst haben, was er mit ihnen anstellen könnte, wenn sie es nicht tun. Das ist der beste Weg zu führen. Angst und Respekt wirken viel besser als ein Klaps auf den Hintern. Ups. Ups. Hab's. Diese dummen Tags haben Angst vor der Dunkelheit. Wie die schlappern würden, wenn sie wüssten, was in Baradur vor sich geht. Zack, 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 zack. So, whoop. Jetzt noch einmal. So. Das hat man gerade schon ganz gut hingekriegt. Ich muss nur einen da auf so einem Haufen töten. Ich bin bereit für einen richtigen Kampf. Pass auf, was du dir wünschst. Du bekommst.
bekommst ihn vielleicht eher, als du denkst. Es ist dieser Menschenabschaum. Er ist in der Nähe und macht sich zum Angriff bereit. Ihr solltet euch von mir fernhalten. Warum? Was ist mit dir? Er hat nur zu lange nichts getötet. Das ist alles. So, erstmal den da wegnehmen. Ich glaube, da hat sich etwas bewegt. Nein, nicht terrorisieren, da wäre ich immer so ein Tag. Oder? Oder vielleicht ich mal auch nicht. Upp, da kommt auch jemand. Oh, das hat die nicht bemerkt. Oh shit. Mit Oktrak habe ich kein Mitleid. Oder auch nie. Immer geben sie mit ihrer Speerwerferei auf. Unglaublich, dass sie... Hab ich da gerade etwas gehört? ...getötet haben, als wir alle zusammen. Beim nächsten Mal werden wir es ihnen zeigen. So, das Problem ist, wo hau ich hin ab? Das hört sich nicht gut an. Was hältst du von unserem neuen Anführer? Den werde ich nicht ganz schlau. Hops, hops, hops. Shit. Wahrscheinlich nur Ratten. Nur Ratten, da liegt ein Toter vor euch. Nee, geile Ratten. Die will ich dann doch gerne mal sehen. Nummer 1. Helmschuss mitnehmen. Oh, Helmschuss mitnehmen. Wirklich? Dankeschön. Auf der Seite. Die beide mit dem Rücken zu mir stehen. Ist hier noch mehr irgendwo, dass ich hingucken kann? Oh, da. Hab gehört, es sind noch mehr Krieger hierher unterwegs. Toll, das hat noch gefehlt. Noch mehr Mann. Mozu und Tumhorn haben sich wieder in die Haare gekriegt. Dieser Dummkopf Tumhorn. Nein. Der kann nicht gewinnen. Er sagt, Mozu hätte seinen Lieblingssklaven gefressen. Weiß echt nicht, wie er sie auseinanderhält. Ich erkenne sie höchstens am Geschmack. Oh, shit. Da drüben hat sich etwas bewegt. Das muss ich jetzt beide machen. Sonst wäre ich entdeckt worden. Da. So, und du kommst jetzt mal hier hin. Was war das? Du entdeckst mich ja nicht mehr, aber ich kann dich trotzdem noch töten. Wo warst du vorhin? Auf der Jagd! Ich hab nur die Sklaven an der Grube bewahrt. Nein, komm her.
So, abstechen. Wie, das zählt jetzt nicht. Das ist direkt... Oh Gott. Haltet nach diesem Grabwandler Abschaum aus. Was bist du denn schon wieder hier unten? Ey? Einer nach dem anderen runter. Meine Güte. Macht denn ihr für eine Party? Dann kannst du aber auch noch mitkommen. Komm, putt, putt. Ja, ja. Komm schon. So. Ja, der guckt direkt zu mir. Das ist natürlich kacke. Den werde ich mal ablenken müssen. Was war das für ein Geräusch? So, dann muss ich den letzten dort, der dort verblieben ist, hier drauf lotsen. Ich hab keine Angst vor den richtigen erwischen. Der nächste. Was war das? Komm, komm. So, ja. Ja, komm. Jawohl, das zählt. Schleicht da jemand umher? Weg. Weg, 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 weg. Weg! So, wir müssen den letzten noch machen. Das mit dem Zeitlimit echt übel hier. Ist alles ein bisschen enger und deutlich mehr Orks hier in dem Bereich. Oh, willkommen, Karagor. Oben ist noch so einer. Erstmal beherrschen. Zack, zack, zack. So, jetzt haben wir da drei stehen. Und irgendwie gucken die alle in die Mitte. Das ist ja nicht so geil. Wenn sie rüberspringen kann, ich glaube ich hier nicht. Das ist zu weit weg. Zack, 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 zack. Blickt in den Himmel, wenn ihr auf Patrouille seid, damit sich der Grabwandler nicht so einfach auf euch stürzen kann. Ups. Und jetzt ein paar aussortieren hier. Gezögert, seine Befehle auszuführen. Was für ein Lügner! Den Mund und arbeite, sonst bekommst du weitere Schläge. Danke fürs Ablenken, Sklave, dass du gerade ein bisschen Rabe machst. Hab gehört, wenn du den grauen Schleim aus den Sklaven. Zack, du bist mal weg. Welchen von denen will ich als nächstes? Die neuen Uruks sind Faulpilze. Sieh sie doch an, faulenzen den ganzen Tag. Shit. Sagt der Uruk, der den Gib deinen Willen auf. Bin mal gespannt, was jetzt passiert.
Es kommt ja nicht oft vor, dass man einen Hauptmann sieht, der Angst hat. Aber ein Grog jagt jedem einen gehörigen Schrecken ein. Nicht auf mich. Ich bin ein Wahnsinn. Das hört sich nicht gut an. Ich fürchte mich nicht einmal vor zwei Grogs. Komm. Zack. Ich glaube, da hat sich etwas bewegt. Du auch noch? Ein bisschen näher rankommen. So, dich muss ich auch noch da weglotsen. Ich rieche etwas. Jetzt geht wieder eine Party machen. Hätte ich das nicht machen sollen mit dem deinen Willen auf. Weg. Du bist immer so schreckhaft. Uiuiuiuiuiui. Das war eine dumme Idee. Wupp. So weit runter, ich ihn auch nicht gleich gemacht. Oh Gott, sind hier viele wieder. Shit, das war. Oh Gott, das war eine richtig dumme Idee. Wann kommen die bei mir raus und die auf der anderen Seite von der. Hab ich da gerade etwas gehört? Du bekommst ihn vielleicht eher. Nein! Okay, ich lass den Luftfrag erstmal sein. Das geht mir auf den Keks. Hab ich mir das richtig gerade selbst verkackt. Oh Gott, bin ich ein Noob. Noob. Hab ich eine Stunde an dem scheiß Auftrag gesessen und hab nichts gebacken bekommen, weil ich muss jetzt auch ausmachen. Geht nämlich zu meiner Freundin. Ach, shit. Naja.